Bei einer ehrenamtlichen Reinigungsaktion haben Taucher am vergangenen Samstag über 700 Kilogramm Müll aus dem Langen See auf dem Flugfeld geholt. Organisiert wurde die Aktion von der Böblinger Tauchschule Die Taucher, die im letzten Jahr die Patenschaft für den Flugfeldsee übernommen hatten. Rund 2 Stunden dauerte die Aktion am Samstagvormittag, bei der 16 Helfer, davon 9 Taucher, unter der Federführung von Tauchlehrer Wolfgang Stahl vor allem Flaschen aus dem rund 3 Meter tiefen Flugfeldsee herausholten. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 1,5 Tonnen Müll, die die Taucher letztes Jahr herausgeholt haben. Diesmal ist es weniger, weil wegen der Corona-Krise am Ufer weniger gefeiert werden durfte. Denn Trinkgelage auf den Treppen am östlichen Seeufer sind eine der Hauptursachen für die Vermüllung mit Wodka, Bier oder Sektflaschen und Energydrinks. Im Jahr 2019 übernahmen die Taucher die Patenschaft für den Flugfeldsee, um mindestens einmal im Jahr eine solche Reinigungsaktion zu organisieren. Erfreut über diese Reinigungsaktion zeigt sich auch der Zweckverband Flugfeld, wie die Pressesprecherin Ann-Kathrin Hoffmann bestätigte. Der von 2008 bis 2010 angelegte Lange See hat nicht nur eine städtebauliche Funktion, sondern dient auch als Regenwasserrückhaltebecken für das Flugfeld.